out, chain swinging, cling. I'm always at the dweller, yeah. And you are not badass, beep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the ball. Big bag number two. Wenn ihr von einem Influencer, wie ich es bin, hört, dass er irgendwas mit Klamotten machen möchte, gibt es meistens zwei Möglichkeiten. Entweder er bringt Merchandise raus oder er gründet eine eigene Modemarke. Bei mir ist es heute weder noch. Quasi eine Art Mix, der die positiven Sachen von beidem vereint. Wie bei klassischem Merchandise will ich natürlich meine eigenen Designs auf dem Kleidungsstück haben. Was ich aber nicht will, ist einen vorgefertigten Schnitt, meistens schlechte Qualität und draufgeklatschte Prints. Was ich aber auch nicht möchte, ist den ganzen Rattenschwanz an Verantwortung, den die Gründung einer eigenen Marke à la Peso oder à la Kala mit sich bringt. Ich will einfach nur wissen, wie schwer ist es, eigene, hochwertige Klamotten herauszubringen. Gibt es irgendwelche Tücken oder Schwierigkeiten und wie viel Geld muss man reinstecken, bevor man was rausbekommt? Diesen Dingen bin ich auf den Grund gegangen und habe dafür meine eigenen Klamotten produzieren lassen, die ihr natürlich kaufen könnt. Viel Spaß! Kommen wir zum groben Ablauf von diesem Video. Erstmal erzähle ich euch von Anfang an, wie das alles hier zustande gekommen ist, was alles passiert ist und welche Probleme entstanden sind. Und am Ende des Videos werde ich alle Zahlen offenlegen. Wie viel Geld ich investiert habe, was für verschiedene Ausgaben ich hatte. Ich werde euch erklären, warum die Klamotten so viel kosten, wie sie kosten. Und mit welchem Gewinn ich rausgehe, wenn wir ausverkauft gehen. Also, im August 2021 hatte ich die Idee, Klamotten für euch rauszubringen. Aber nicht in dieser typischen Merch-Quali, sondern halt eben so gut wie möglich. Und um es so gut wie möglich zu machen, muss man halt so ein bisschen nach den Modemarken gehen. Theoretisch kann man jetzt sagen, yo, dann mach doch direkt eine Modemarke, wie alle anderen auch. Aber ganz ehrlich, ich interessiere mich zwar für Fashion, aber ich bin noch lange nicht so in diesem Thema drin, dass ich mich in einer Modemarkengründung sehe. Und das ist mir wirklich wichtig zu betonen, ich werde nicht der nächste Justin sein, ich möchte einfach nur coole Klamotten für euch rausbringen, die gute Qualität haben. Kommen wir zum ersten Punkt, Design. Was fühle ich? Was möchte ich repräsentieren und was würde bei euch gut ankommen? Ich habe mich dann zusammen mit meinen zwei wunderbaren Designern, Cedric und Lamy, zusammengesetzt und so ein Pinterest Moodboard erstellt. Und relativ schnell war mir klar, dass ich Bock auf so eine Liebeskollektion hatte. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht wirklich warum, aber ich habe es gefühlt. Seht es einfach als Dank für den ganzen Support an, deswegen Herz. Bruh. Die Kollektion ist an euch gewidmet. Wir waren dann über die Zeit in zig Calls, haben ausprobiert und ausprobiert, immer mehr Ideen gehabt, immer mehr auserarbeitet, versucht mehr umzusetzen und dann boom, irgendwann wurde es zu viel. Wir haben so viel ausprobiert und so viele verschiedene Sachen gemacht, dass wir uns am Ende gar nicht mehr entscheiden konnten. Ich bringe ein T-Shirt, ein Hoodie und eine Zipjacke raus und auf drei Pieces passt halt leider nur eine begrenzte Anzahl an Designs drauf. Zu viele Designs, das heißt, wir mussten auch echt coolen Stuff, wie zum Beispiel das hier oder das hier, einfach verwerfen. Lamy hat unglaublich viel Zeit reingesteckt, verschiedene Motive zu zeichnen, weswegen es extrem schade war, dass wir ein paar dieser Designs am Ende gar nicht benutzen konnten. Das war die erste Sache, die ich für die Zukunft mitgenommen habe. Bei so einem Designprozess ist es wichtig, effizient zu arbeiten. Wenn man zu viel macht, dann kommt man irgendwann durcheinander und für den Designer ist es eben kacke, wenn man halt Arbeit dann für umsonst macht. Und es wird auch teurer. Nach circa einem Monat haben wir uns dann für die finalen Designs entschieden und dann ging es weiter zum nächsten Step. Der nächste Step war, eine Produktion zu finden, welche meine Klamotten so produziert, wie ich das haben möchte. Ich habe am Anfang viele YouTube-Videos geschaut, um mich zu informieren und dabei ist mir eine Sache sehr deutlich aufgefallen. Viele Brands warnen vor schlechten Produktionen. Sie berichten davon, dass man unbedingt darauf achten muss, mit welchen Produktionen man zusammenarbeitet. Da habe ich wirklich die verschiedensten Horror-Stories gehört. Zum Beispiel hat die Produktion sich einfach nach der Anzahlung verpisst, die Klamotten einfach nicht produziert oder sie produzieren komplett falsch. Ich habe auch schon mal gehört, dass eine Produktion zu viel produziert hat und dann haben die Leute dort darauf bestanden, dass man auch die Ware kauft, obwohl man weniger bestellt hat. Da ich nicht auf die Schnauze fallen wollte, habe ich nach Hilfe gesucht. Und zum Glück, wie es das Schicksal auch wollte, hat mich TikTok erhört und mir ein TikTok von der Clothing Brand 808asian empfohlen. Und ich dachte mir direkt, cool, das ist die Chance, endlich mal zwei Asiaten die Mode machen. Ich muss connecten. Also habe ich die zwei Founder, Joanna und Marvin, angeschrieben und gefragt, ob sie mir ein bisschen im Bereich der Produktion helfen können. Wir haben uns dann getroffen und sie haben mir erklärt, dass sie ihre Klamotten für ihre nächste Kollektion über eine Fashion-Agentur produzieren lassen. Und ich dachte mir so, hä, was geht jetzt ab, was für Fashion-Agentur? Bin dann aber zusammen mit Joanna und Marvin dahin gefahren und habe mir das dann alles erklären lassen. Eine Fashion-Agentur ist nicht der direkte Produzent, sondern der Vermittler, der Mittelmann. So kann man das, glaube ich, gut beschreiben. Und das Ganze läuft wie folgt ab. Man zeigt den Leuten bei der Fashion-Agentur die eigenen Designs, erklärt, wie man den Schnitt und die Quali haben möchte und wie viele Stückzahlen man bestellen möchte. Und dann sagt die Agentur entweder, nee, verpiss dich, oder ja, du hast Potenzial, wir versuchen das Ganze umzusetzen. Anschließend fragt dann die Agentur bei der Produktion an, ob die gewünschten Designs und die Schnitte so machbar sind, wie man sie gerne haben möchte. Falls ja, macht dann der Produzent eine Liste, wie viel was kosten würde. Wie ihr seht, kosten schwerere Produkte mehr
mehr als leichtere. Oder wenn man mehr Print drauf hat, kostet das natürlich auch mehr. Dann gibt es noch verschiedene Arten, Bestickungen, Screen Print, Puff Print und. Dann entscheidet sich dann halt der Kunde für eine Option und dann werden auch schon die ersten Muster entworfen. Die kriegt man dann zugeschickt und werden angeschaut. Samples aus Istanbul sind da. Heute geht's nach Düsseldorf mal wieder und wir gucken uns das an. Ich bin sehr, sehr gespannt, sehr, sehr aufgeregt auch. Ich freue mich aber. Doch was ist jetzt überhaupt der Vorteil einer Fashion-Agentur? Bei einer guten Fashion-Agentur bist du eigentlich so gut wie abgesichert, dass da nichts Scam-mäßiges mit den Produzenten passieren kann. Die Leute da sind schon lange in diesem Business unterwegs und wissen genau, welche Produktionen gut und schlecht sind und vor allem, welche zu dir am besten passen. Außerdem, was mir auch sehr, sehr wichtig war, dass da alles gescheit abläuft und keine Kinderarbeit oder so betrieben wird. Die Agentur, in der wir sind, arbeitet zum Beispiel nur mit zertifizierten Produktionen zusammen. Bevor wir zu der Kollektionsvorstellung und zu den ganzen Kosten kommen, muss ich natürlich auch die Risiken und Probleme ansprechen. Denn im Laufe der letzten 7 bis 8 Monate sind mir schon einige negative Sachen aufgefallen. Kommen wir erstmal zum Investmentrisiko. Ihr werdet gleich noch genauer sehen, wie viel ich genau investiert habe. Spoiler, es ist sehr viel Geld. Ich habe insgesamt 625 Pieces produzieren lassen. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie viele davon verkauft werden. Man kann natürlich ein bisschen spekulieren, aber das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich mit dieser Reichweite etwas an euch verkaufe. Deswegen, yo, es kann entweder sein, dass keiner von euch drauf Bock hat und ich verliere eine Menge Geld oder wir gehen am ersten Tag direkt ausverkauft. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt fragen sich manche bestimmt, warum lasse ich dann nicht weniger Klamotten produzieren? Das Ding ist, dass so gut wie alle Produktionen eine Mindestabnahmemenge haben. Wir können nicht einfach zum Produzenten gehen und sagen, yo, ich will 15 Hoodies produzieren lassen. Das macht wirklich so gut wie keiner. Bei uns war ursprünglich die Mindestabnahmemenge bei 300 pro Piece, aber wir konnten das noch so ein bisschen runterdribbeln. Für Brands, die neu anfangen, entsteht dadurch natürlich ein großes Risiko. Ich habe ja den Vorteil, dass ich kein Marketingmodell brauche, sondern halt mit meiner Reichweite arbeiten kann. Aber ich stelle mir das halt übel stressig vor, wenn man jetzt eine neue Brand hat, noch keinen Namen hat, mindestens 200 bis 250 Klamotten herstellen muss, das Ganze dann noch vermarkten und hoffen, dass man ausverkauft geht. Boah. Deswegen haben, by the way, auch viele jetzt große Brands, wie zum Beispiel Represent, damals mit fertigen Waren angefangen. Sie haben bereits vorgefertigte T-Shirts gekauft und in Deutschland bedrucken lassen. Da gibt es halt eben nicht so eine riesen Abnahmemenge und somit ist man finanziell natürlich wesentlich safer. Also ganz ehrlich, ich würde euch eher diese Option für den Anfang raten, um so ein bisschen reinzukommen, um zu gucken, wie es bei den Leuten ankommt, als direkt so ein hohes Risiko einzugehen. Noch ein Riesenproblem war die Zeit. Ich hatte eigentlich geplant, dieses Video hier im Dezember rauszubringen. Ja, jetzt sind wir 5 Monate zu spät. Das hatte folgende Gründe. Dadurch, dass wir vergleichsweise so kleine Fische sind mit unter 1000 Pieces pro Kollektion, haben wir natürlich auch keine Priorität in der Produktion. Wir wurden eher immer weiter nach hinten geschoben, weil die ganzen anderen Kunden viel mehr Klamotten produziert haben lassen. Dann kamen halt eben noch Faktoren wie Corona oder die Schneestürme in der Türkei hinzu. Ey, es war wirklich auf Dauer sehr nervig, weil man einfach stuck war und nicht weiterarbeiten konnte. Und wenn der Produzent zum Beispiel mal verkackt hat mit einem Muster, wie zum Beispiel hier. Und die Fotomuster sind da. Ich habe neue Schnitte bekommen. T-Shirt ist leider immer noch zu groß. Immer noch zu groß, Mann. Ich habe eigentlich gesagt, es soll kleiner werden. Egal, ich werde Feedback geben und dann geht's weiter. Da musste man halt wieder 2 Wochen warten, bis ein neues Muster kommt und dadurch hat es sich halt immer mehr und mehr verschoben. Also merken, ihr müsst euch auf jeden Fall sau viel Zeit einplanen, wenn ihr das machen wollt, auch für euch selbst, denn am Anfang ist einem gar nicht so bewusst, was für eine Arbeit auf einen zukommt. Ich habe zum Beispiel auch am Anfang nicht beachtet, dass man sich auch so um kleine Sachen wie Care-Label, Hangtags, sich auch um kleine Detailsachen kümmern muss. Wie lässt du über 500 Pakete verschicken? Wie baust du deine eigene Seite auf? Und. So, genug gelabert, wir kommen jetzt endlich zum interessanten Part. Hi Freunde, was geht? Es ist endlich soweit. Der Tag ist gekommen, heute ist Shooting Day. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sind hier gerade in einem Studio und machen die Produktfotos und ja, noch so Videoteaser-mäßig für Instagram. Unsere Teile sind alle rechtzeitig angekommen, außer hier. Der Aufdruck vom T-Shirt sollte eigentlich kleiner sein. Sollte heute eigentlich angekommen, aber die Produktion hat da leider ein bisschen verkackt. Es kommt nicht rechtzeitig an, deswegen müssen wir das im Nachhinein dann runter photoshoppen, was sehr ärgerlich ist, weil es schwierig ist. Vor allem, wenn wir Videos drehen, aber wir kriegen es irgendwie schon hin. Wir müssen das Beste draus machen. Ich nehme euch mit. Viel Spaß. Mal die Location, Freunde, wo wir die Teaser aufnehmen für YouTube-Video und Instagram und so. Sehr, sehr schöne Autos. Schöne Locations auf jeden Fall. Kann man gut kreativ sein. Alles, was das Herz begehrt. Als dann endlich die fertigen T-Shirts angekommen sind, konnten wir die Kollektionsvorstellung drehen. Was geht ab? Ich grüße euch. Herzlich willkommen zur Hanami Kollektionsvorstellung. Ich fand den Namen super cool. Ich fand die Bedeutung richtig nice. Deswegen haben wir gesagt, okay, das ist jetzt der Kollektionsname. Auch wenn es nicht so viel mit Herzen zu tun hat. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Das ist der Name. Wie gesagt, wir haben 3 Pieces. Einmal hier das T-Shirt, was ihr hier seht. Wir haben hier einen riesigen Screenprint von einem Herz, welches umkettet ist und traurig guckt. Das ist für die ganzen Leute, die so ein bisschen Liebeskummer haben von euch. Hier rechts haben wir auch nochmal das Hanami-Logo am Ärmel. Das hier ist der Schnitt. Ist ein bisschen oversized, fallende Schultern.
Heißt, wenn ihr ein Lauch seid, perfekt, ihr seht trotzdem damit breit aus. 240 GSM und 100% Baumwolle. Ich kann mich ja nochmal drehen. Okay, wir machen direkt weiter mit dem Hoodie. Das hier ist der Hoodie in Kooperation mit AdoAsian. Einfach als Dank, dass sie mir geholfen haben, habe ich gesagt, machen wir zusammen ein Hoodie. AdoAsian bringt zeitgleich auch eine Kollektion raus und da geht es um Familie. Und deswegen steht hier vorne Family Ties, was so viel heißt wie Familienverbundenheit. Ganz unten sind noch die Logos AdoAsian und Hanami. Das hier vorne ist ein Puffprint und wir haben hier am Hoodie noch einen Backprint. Jetzt geht es wieder um die Herzen. Ein Herzplanet im Screenprint, oben und unten hier noch so Sterne im Puffprint. Und hier links am Arm haben wir noch so ein kleines Sternen-Detail. Wie ihr seht, ist die graue Farbe hier sehr hell. Wir haben die auch extra so gewählt. Dafür mussten wir extra die Farbe bestellen. Haben auch so, ich blende es euch mal ein, verschiedene Optionen bekommen und dann haben wir halt ausgewählt. Wir haben 450 GSM, heißt sehr schwer. Auch 100% Baumwolle. Das hier ist der Fit. Wie ihr seht, sehr boxy, fallende Schultern. So wie es heutzutage viele Leute gerne tragen. Brauche ich euch ja nicht zu sagen, dass ich den sehr, sehr feiere. Ist ja auch mein Produkt. Kommen wir zum nächsten Piece und zwar das, ich würde sagen, beliebteste Piece, die Hanami Zip-Jacke. Mir ist auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass die Inspiration von der Zip-Jacke von Victor Braun Studios kommt. Er hat mal eine Kollektion nur mit Zip-Jacken rausgebracht, die blende ich euch hier mal ein. Und ich fand die so stark, ich fand die so mega. Und ich dachte mir, ich will auch in diesem Stil so farbenfroh etwas machen. Und deswegen ist diese Jacke hier zustande gekommen. Hier ist kein Print drauf, sondern alles ist hier mit sehr, sehr guter Qualität bestickt. Ist eine relativ babyblaue Farbe, haben wir auch extra färben müssen. Ich zeige euch sogar mal hier die erste Version in Weiß, haben auch sehr viele gefeiert. Finde ich auch persönlich sehr, sehr cool. Wenn die gut ankommt, dann bringe ich die vielleicht auch in Weiß mal raus, wenn ihr Bock drauf habt. Was mir am Anfang bei dieser Jacke nicht gefallen hat, war der Schnitt. Der war da noch nicht so boxy und deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen die Jacke im selben Schnitt wie der Hoodie, nur halt eben in Zip-Form. Deswegen könnt ihr euch eigentlich vorstellen, die Jacke fittet genauso wie der Hoodie. Wir haben hier oben Iu, das heißt so viel wie Liebe auf Vietnamesisch. Ich komme ja aus Vietnam. Das U hier ist ein Herz. Wir haben hier eine Blume, hier unten steht Hanami und hier rechts haben wir noch eine Blume mit Herzballons. Dann haben wir noch hier als relativ großes Detail ein blau-gelbes Herz, auch bestickt. Auch bei der Jacke hier 450 GSM, 100% Baumwolle. Ich hoffe natürlich, ihr feiert die Klamotten. Schreibt gerne Feedback in die Kommentare. Jetzt kommen wir aber zu den ganzen Kosten. Fangen wir erstmal mit den Kosten an, die ich persönlich nicht tragen musste, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel hier Gewerbeanmeldung, 25 Euro, brauchte ich nicht, habe ich schon. Wenn man eine Brand gründet, muss man halt seine Marke schützen lassen, heißt registrieren beim Deutschen Patent- und Markenamt, dass keiner irgendwie euren Namen oder Logo klauen kann in der Kleidungsbranche. Das wären 350 Euro. Ich musste es jetzt nicht machen, weil ich ja keine Modemarke gegründet habe. Und dann noch Marketing, habe ich ja schon erzählt, fällt bei mir weg. Ich musste jetzt keine Instagram-Ads schalten oder Influencer bezahlen oder ähnliches. Da habe ich mal 1.000 bis 2.000 Euro berechnet. Jetzt kommen wir aber zu allen meinen Ausgaben. Shop-System. Shopify, ich habe jetzt mal 3 Monate berechnet, 24 Euro, also 72 Euro. Für die Designs habe ich insgesamt 1.000 Euro ausgegeben, 450 für Cedric, 550 für Lamy. Nach Stunden habe ich, by the way, bezahlt. Jetzt kommen die größten Kosten. Die Zip-Jacke kostet im Einkauf 33,40 Euro, 250 Stück, 8.350 Euro. T-Shirt 13,10 Euro pro Piece, 3.275 Euro. Hoodie 28,56 Euro pro Piece, hier nur 125 Stück, weil ich die Stückzahlen zusammen mit AdoAsian teile, deswegen nur die Hälfte, 3.570 Euro. Dann müssen die Klamotten natürlich von Istanbul zu mir geschleppt werden. Fracht kostet 475 Euro. Dann kommen wir zu Fotos und Videos. Wir haben für Produktfoto-Location 125 Euro gezahlt. Hanami Trailer 400 Euro. Istanbul Aufnahmen von der Produktion. Ich habe da so einen Freelancer hinbestellt, dass er dort Aufnahmen von der Produktion macht. Ich wollte eigentlich selbst hinfliegen, aber hatte keine Zeit, deswegen habe ich ihn bestellt. 300 Euro. Fotoshooting für Instagram mit den Klamotten 173 Euro. Foto-Edits auch für Instagram 225 Euro. Location für Kollektionsvideo 240 Euro. Videos und Fotos 1.463 Euro. Dann kommen wir noch zur Logistik. Ich muss natürlich 600 Kartons bestellen, 850 Euro. Beilagenkarten 50 Euro. Gummibärchen, die ihr dazu bekommt, 20 Euro. Das macht dann 920 Euro. Dann muss ich noch Leute bezahlen, die die Pakete für mich packen. Das macht zum Glück ein guter Kollege von mir mit anderen Kollegen. Das möchte ich auch noch Stunden machen. Ich habe jetzt mal grob 700 bis 1.000 Euro einberechnet. Das ergibt dann insgesamt ungefähr 19.825 Euro. Jetzt kommen wir zu den potenziellen Einnahmen. Wenn ich alle T-Shirts verkaufe, bekomme ich 11.225 Euro raus. Wenn ich alle Hoodies verkaufe, bekomme ich 8.737,50 Euro raus. Wenn ich alle Zip-Jacken verkaufe, bekomme ich 19.975 Euro raus. Das macht dann brutto 39.937,50 Euro. Aber natürlich muss man noch die 19.825 Euro abziehen. Das macht dann einen Bruttogewinn von 20.112,50 Euro. Darauf muss ich aber jetzt noch Umsatzsteuer zahlen. 19%, also 3.821,38 Euro, ergibt einen Wert von 16.291,12 Euro. Und dann muss ich noch
boah, ich weiß gerade nicht, wie die Steuern heißen, Einkommensteuern. Aber ich muss auf jeden Fall nochmal Steuern draufzahlen. Durchschnittssteuersatz von 33% heißt 5.376 Euro und am Ende bekomme ich raus 10.915,05 €. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig berechnet. Ich würde sagen, dass dieser Gewinn vollkommen okay und gerechtfertigt ist für die Zeit, die ich in den letzten Monaten investiert habe. Außerdem muss ich auch damit rechnen, dass nicht alle Pieces verkauft werden. Und im schlechtesten Fall kauft niemand meine Klamotten und ich habe 20.000 € verloren. Ich denke, spätestens jetzt solltet ihr die Preise von nicht nur mir, sondern auch von anderen Brands nachvollziehen können. Es ist nicht einfach nur Print auf Hoodie draufklatschen und verkaufen. Es ist wirklich viel mehr als nur das, wie ihr gesehen habt. Und jetzt geht alle auf hanamiclub.de und kauft euch meine Klamotten. Schickt mir Screenshots auf Instagram, ich würde mich sehr freuen. Haut rein!